Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Colonization mit mir, dem Yakinator. Tja, das Ding ist, wir haben wieder einen ganz kleinen Sprung gemacht, da mir die Aufnahme leider abgebrochen ist, beziehungsweise DOSBox ist abgestürzt, also mein ganzer Rechner ist abgestürzt einfach. Und das Save Game, das aktuelle, ist Gott sei Dank noch da. Ich habe das jetzt mit einem Schnellspeicherstand gemacht. Gut, es hat sich allerdings nicht so viel verändert. Wir haben eure Rumbrennerei gebaut, hier wird schön rumproduziert. Dann haben wir noch ein Indianerdorf zerstört hier mit dieser Artillerie. Und da oben haben wir noch einen Pionier ausgerüstet, der jetzt endlich mal die landwirtschaftliche Lage hier so ein kleines bisschen verbessert in Plymouth. So, in Plymouth, ansonsten hat sich gar nichts verändert. Ansonsten ist alles so wie beim Alten. So, und die Wagenzüge, die fahren wieder hin und her. Ich habe die jetzt mal wieder deautomatisiert, weil es dann doch nicht so gut geklappt hat mit der einzelnen Ressourcenverteilung. Und unsere Artillerie. Ich hatte mir jetzt eine Artillerie gebaut und zwei halt aus Plymouth geholt. Unsere Artillerie wird dieses Indianerdorf dort angreifen. So, wenn wir dieses andere Indianerdorf angreifen, wo diese gelbe Umrandung ist, ich zeige euch das gleich. Und Plymouth hat nur noch null Nahrungsmittel übrig. Das ist natürlich schade. Dann sollten wir eventuell mal das ein oder andere Nahrungsmittelchen herstellen. Für ganz kurze Zeit. So, und schon passt das wieder. Ja. Hauptsache, unser Pionier beeilt sich ein kleines bisschen. So, der Wagenzug darf alles ausladen. Zip. Und was nimmt er mit? Achso, Holz ist ja jetzt nicht großartig vorhanden. Nö, dann fährt er einfach wieder leer zurück. Nach Plymouth. So, dann schaue ich mal, was die Indianer so sagen. Schade, dass es übrigens kein ausgebildeter Pionier ist. So, und ach so, genau, wir hatten auch eine Karawelle losgeschickt, die schon mal ein kleines bisschen Rum und ein kleines bisschen Stoff dabei hat. So, ich schau mal, können wir irgendwas Sinnvolles rekrutieren? Eine Artillerie können wir noch mitnehmen, ausbilden. Da können wir nur erfahrene Erzbergarbeiter ausbilden. Und ich überlege mir gerade, ob es sinnvoll wäre, eventuell noch einen mitzunehmen. Aber eigentlich bräuchten wir eher Silberbergarbeiter. Gut, dann heißt, ich rekrutiere jetzt nicht, ich nehme einfach diesen englischen Typen mit, also diesen Kleinkriminellen. Achso, und Runde fortsetzen zur Kolonie zoomen. Genau, wir haben mich als nächstes eine Druckerei in Planung gehabt. So, hier gibt es 6 Werkzeuge. Ich werde das jetzt mal so gestalten. Ja, dann geht er noch mit in die normale Schmiede rein. Wir haben hier übrigens schon 2 Soldaten, ne? Wir hatten ja auch ein kleines bisschen Musketen produziert. Nun gut. Jetzt hat die Druckerei bald 50 Werkzeuge. Ach, und sogar einen Nahrungsmittelüberschuss. Fantastisch. So, hier ist auch schon wieder Silber bereit und Erz. Yippie! Und wir greifen die Indianer an. Bei der Artillerie ist übrigens das Tolle, wenn die einmal angreift und dann zerstört wird, dann wird die nicht gleich komplett zerstört. Nö, dann wird die erstmal downgegradet zu so einer Mini-Artillerie, die nur noch 5 Angriffsstärke hat statt 7. Ah ja, und die Apachen freuen sich wieder mal über unseren Fortschritt. Ja, die Druckerei braucht noch ein paar Werkzeuge zur Fertigstellung. So, 21 Silber, 20 Erz. Wieder zurück. Ja, hier können wir eventuell auch noch 1, 2 Züge warten dann. Geht das denn jetzt? Nee. Gut. Weiterhin angreifen. Oh, und seht ihr? Jetzt ist unsere englische Artillerie beschädigt. Das ist aber nicht so schön. So, jetzt haben wir immerhin dieses eine Feld schon mal geplowt. Ich würde sagen, das machen wir mit dem anderen Feld auch gleich nochmal. Und jetzt müssten wir eigentlich auch schon einen Nahrungsmittelüberschuss, der sich gewaschen hat, in Plymouth erzielt haben. Meh. Gut, da sind nochmal die Indianer, also die Apachen. Die Preise für Musketen und die Druckerei. Das heißt, unsere Freiheitsglockenproduktion wächst auch. Steigt an. So, Rum ist gut. Lagerhauserweiterung, College. Weberei, Tabakladen, Pelzhandelsposten. So viele Möglichkeiten wieder. Ich glaube,
Als nächstes werde ich mal die Lagerhaus-Erweiterung nehmen. So. Gut, unsere Karavelle ist wieder da. So, die 20 Erz packen wir wieder mit ein. Ah, das Ding ist den Zucker, den können wir jetzt... Ah doch, wir könnten eigentlich auch noch ein bisschen Zucker mit rübernehmen. Die Rumrennerei ist ja eh in reichhaltig-faltig. Ich sag mal so, wenn da jetzt eine Runde mal ein kleines bisschen zu viel gelagert wird oder so. Meine Güte! So, Dorf angreifen. 5 zu 2. Ich hoffe... Ach, verdammt. Eine Artillerie haben wir verloren gegen die Indianer. Das ist aber ungünstig. Na gut. Dann werde ich mal plowen. Ganz selbstmörderisch wieder. Die Spanier und die Holländer haben Frieden geschlossen. Das ist jetzt auch nicht so eine tolle Nachricht. Ich dachte eigentlich, dass sie sich gegenseitig so ein kleines bisschen auf den D zauen. Aber das tun sie anscheinend nicht. Ah, in Plymouth wird endlich eine Kirche produziert. So. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt hier so ein kleines bisschen hin und her schaufeln? Schafft er eventuell mehr als 4? Nee, er schafft auch nicht mehr als 4. Grünlandstraße gepflügt. Was wir halt, wie gesagt, bräuchten, wäre mal ein richtiger, ordentlicher Farmer. So, jetzt hier eine Schmiede hin. So ein richtiger Profi-Farmer. Das ist vielleicht auch etwas, wo wir dann noch ein bisschen rein investieren könnten. Ja, ladet die Ware trotzdem ab. 218. Nun gut, aber wir produzieren ja auch 6 Rum pro Runde. Pro Runde. Okay. Nehmen wir das Zeug wieder mit. Den Rum und das Silber. Und dann läuft das schon. Ach, scheiße. Jetzt bin ich einen Zug zu weit. Und schon ist da irgendein böser Indianer und beäugt argwöhnisch meinen Wagenzug. Gut. Den Waffenschmied. Ich habe mir überlegt, den Waffenschmied, den werde ich jetzt doch mal ganz kurz nochmal zum Freiheitsglocken produzieren, abstellen. Damit wir auch mal ein kleines bisschen Luft haben wieder beim Holzvorrat. Ansonsten wird das Holz komplett immer alles wegproduziert. Ja, aus dir machen wir noch einen Soldaten. Pferdemäßig 74, also sie vermehren sich. Da kann man nicht meckern. Wie waren das eigentlich? Können die Indianer überhaupt Wagenzüge überfallen? Das werden wir gleich sehen. Ja, okay, 12 Runden Zucker mussten wir jetzt wegwerfen. Aber was soll man machen, ne? Ja, dann gehen wir doch gleich mal nach London. Und der Wagenzug trifft ein in reichhaltig-faltig. Wie war das jetzt eigentlich? Wie viele? Da hatten wir auch nur diesen einen Typen, ne? Das heißt, ich glaube, ich werde das jetzt mal ein kleines bisschen ausbalancieren. Dass Plymouth auch noch eine befestigte Einheit bekommt. So, jetzt nehme ich mal ganz kurz einen Schluck von meinem Käffchen. Ah, nicht schön. Die Karavelle und wir sind gerade mit dem Silber unterwegs, oder was? Verdammt! Ey, ich sag nur, fick dich. Das muss ich jetzt mal sagen. So, das ist ganz schön nervig. Artillerie gegen Überfall. Ja, und schon sind die Indianer ausgelöscht worden. Ah, diese Holländer. Diese holländischen Kaperschiffe. Theoretisch, wenn wir dann eigentlich, ich glaube ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn wir Trockendock oder Werft oder Trockendock, eins von beiden, dann können wir auch unsere eigenen Schiffe bauen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, die wir mal anstreben sollten. Und nicht hier so eine Sachen wie, was bauen wir gerade? Eine Lagerhauserweiterung. So ein Quatsch. Ich ändere das mal. Nein, nicht. Ändern. Und dann baue ich mal eine Werft. So, können wir die Werft wenigstens kaufen? Nee, die kostet noch 2900. Meine Herren. So, 100 Werkzeuge benötigt. Ja, es juckt mir so ein kleines bisschen in den Fingern. Ich würde jetzt am liebsten gerne mehr Hämmer produzieren. Na gut, da müssen wir erstmal drauf verzichten. So, ja. Okay, warten wir jetzt erstmal einen kleinen Augenblick wieder. So, hier halt wie gesagt der eine Nahrungsüberschuss. Das reicht aber noch nicht, um hier effizient irgendwas zu veranstalten. Ah, ich könnte theoretisch wahrscheinlich auch einfach mal den Soldaten nach Plymouth, in dieses Indianerdorf schicken. Die sind vielleicht ein kleines bisschen besser als diese Artillerie.
Ja, ja. Und der Überraschungsangriff, Gott sei Dank immer auf die Städte, die super befestigt sind. Was? Das Lagerhaus wurde zerstört? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hab doch extra so eine große Mauer. Runde fortsetzen. Reichhaltig faltig ist das Erz ausgegangen. Ich hab doch Erz dabei. Nein. Auch nervig, dass der Wagenzug seine Runde immer beendet, wenn ich hier ankomme. So, 12 rum. Und jetzt gibt es hier so eine kleine Vergeltungsexpedition gegen dieses indianische Dorf, das sich erdreistet hat, meine Artillerie zu zerstören. Und schon wieder ein Überraschungsangriff bei Plymouth. Nein! Die englischen Soldaten sind geflüchtet. Nun gut. Ja, Pferdeparty. Söhne der Freiheit werfen 80 Tonnen Pferde ins Meer. Die armen Pferde. 23% der Bevölkerung unterstützen uns. Wie gesagt, bei 50% gibt es ja diesen fetten Bonus. Das nervt mich ein kleines bisschen, dass die Indianer gerade so erfolgreich sind. Was das Überfallen unserer Kolonien und das Schwächen unserer Infrastruktur angeht. Na gut, mit dem Kriminellen kann ich jetzt natürlich nicht so ohne weiteres Plymouth den Indianer angreifen. Sobald ich wieder eine Artillerie habe. Oder etwas anderes. Wird es soweit sein. Was ich übrigens sehr nett finde, ist, dass die Einheiten hier nicht die Möglichkeit haben, einfach meine Stadtverbesserung zu zerstören. Das würde mir auf jeden Fall jetzt den Todeskick geben, wenn die Indianer jetzt wirklich darauf verfallen würden, alle Nase lang mir die Straßen wegzureißen. Muss ja nicht sein. So, haben wir für dich noch irgendeine sinnvolle Aufgabe, der du nachgehen könntest? Sieht nicht so aus. Warum produziert er eigentlich nur 2? Achso, weil er im Regenwald steht. Ja, das ist irgendwie so die Stadt, wo nur die Noobs und die finsteren Gestalten hier rumlungern. Abgesehen von ihm hier, von dem Weber. Ach, ich bin mal gespannt, wie sich das alles anlässt dann. Ist er jetzt eigentlich mal mit Flügen fertig? Das dauert doch auch schon wieder 10 Runden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es so ein bisschen Regenwald ist. Aber ich glaube, das war noch nicht mal der Regenwald. Das war der Nadelwald. Plymouth ist das Nutzholz ausgegangen. Zur Kolonie Zoom. Ah, ist kein Wunder, dass denen das Nutzholz ausgeht. Ja. Wir bräuchten... Jetzt haben wir 9 Nahrungsmittelüberschuss. Ist jetzt auch nicht so die Welt, ne? Meine Herren. Na gut, dann machen wir erstmal hier 8 von 8 Nutzholz, dann können wir noch 4 Runden aushalten. So, die Expeditionstruppen wurden wieder ein kleines bisschen erweitert. Okay, und der Planwagen. Voll verplant. Unser Siedler hat alle Werkzeuge benutzt. Ich glaube, den schicke ich gleich mal nach unten, dass er dann reichhaltig faltig wieder Werkzeuge aufnehmen kann. Das sieht ja fast aus, das sieht ja aus wie eine Fregatte oder sowas, ne? Aber nee, ich glaube, das ist einfach nur so ein Handelsschiff. Fregatte wäre ein bisschen heftig. So, dann hier wieder einpacken. Ach, das ist wirklich echt so ein Ding, ne? Also, das Spiel ist echt fies, weil man die ganze Zeit ausbalancieren muss und an allen Ecken und Enden fehlt irgendwas. Alles nicht so ideal. Aber im Moment, wir können uns nicht beschweren. Wie gesagt, die zweithöchste Schwierigkeitsstufe. In 9 von 10 Fällen wäre ich jetzt schon vor einigen Runden praktisch kaputt gegangen. Wahrscheinlich ist es auch gut, dass wir jetzt nicht so aggressiv auf die Europäer reagieren, sondern versuchen, mit denen so ein kleines bisschen in Frieden zu leben. Ansonsten würde das hier ganz anders aussehen. So. Der verdickte Knecht geht mal nach unten Richtung reichhaltig-faltig. Der Indianer dort, was macht der? Ach, der chillt da einfach nur. Was? Die Arroganz der Franzosen... Was? Gouverneur Jake Wiseman. Die Arroganz der Franzosen zwingt uns, ihnen den Krieg zu erklären. Wir haben daher eure Friedensregelung aufgehoben und befehlen euch, ihnen sofort eine Lektion zu erteilen. Wir stellen euch dafür 1000 Euro aus unserer Schatzkammer und 3 Einheiten unserer erfahrenen Soldaten zur Verfügung. Ihr dürft nun den königlichen Ring an unserem Finger küssen. Ach, das ist ja toll. Das hatte ich aber auch noch nicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo diese Einheiten sich befinden. Ich schätze mal in Europa. Tatsache. Okay, und 1600 Gold. Gut, Leute, macht mir Vorschläge. Was machen wir mit diesem Gold?
Sollen wir mit den Soldaten wirklich die Franzosen angreifen? Weil die werden uns wahrscheinlich angreifen. Es wäre auf jeden Fall eventuell eine Möglichkeit, Saint-Louis und Martinique anzugreifen. Nun weiß ich allerdings nicht, wie groß diese Städte sind. Das täuscht hier ein kleines bisschen, weil wir da lange nicht mehr waren. Und das könnte zum Problem werden. Also wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich will das nicht alleine entscheiden. Es geht ja auch um euer Spielerlebnis praktisch. Oder um euer Let's Play-Erlebnis. So, und bis dahin würde ich sagen, schalte ich erstmal ab. Bis zur nächsten Session. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Schaut mal vorbei auf Yakinators Let's Play-Oase. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal von Let's Play irgendwas. Ne? Bis denn. Tschüss.